herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem vorletzten Auswärtsspiel der Saison. Samstag bei Arminia Bielefeld. Ich darf unseren Trainer Janosch Radoki begrüßen. Und Janosch, dann auch gleich dein Gesundheitsupdate aus der Mannschaft. Ja, das wird, glaube ich, heute ein bisschen länger. Wir haben also nach wie vor Marius Funk, der verletzt ist. Dann kommt dazu Steven Sarmer, der sich letzte Woche im Spiel gegen Buchbacher Verletzung zugezogen hat, genauso wie der Christian Dörflinger. Dann haben wir den Sebastian Freis mit Knieproblemen. Dann des Weiteren haben wir noch, jetzt muss ich überlegen, den Beton Berisha, der angeschlagen ist, noch aus dem Spiel gegen Dynamo Dresden, und haben Robert Schul, der gestern die ersten Gehversuche gemacht hat, aber wir noch nicht genau wissen, ob es für Samstag reichen wird. Und Johannes Vandenberg, so viele, da kann man schon mal ihn vergessen, ja, der immer noch nach dem Trainingsunfall vor 3 Wochen Probleme hat im Oberschenkelbereich. Gut, dann kommen wir zu euren Fragen. Martin Czarno. Wird man denn in dieser Saisonphase noch allen im Kader gerecht? Also Rutenbeck hat zum Beispiel mal davon gesprochen, irgendwann verlierst du halt Spiele, die du nicht aufstellen kannst, die du halt nicht einmal mit auf die Bank setzen kannst. Haben Sie das Gefühl, der Kader, also alle ziehen mit, und sind Sie zum Beispiel auch einer, der mit jedem spricht, der jedem auch erklärt, warum er nicht spielt? Also jedem erkläre ich jetzt nicht, warum er nicht spielt. Da hätte ich dann immer viel zu tun. Das geht schon um das große Ganze. Und im Augenblick habe ich nicht das Gefühl, dass wir irgendjemand verloren haben, weil natürlich auch fast jeder schon seine Möglichkeiten auch in der Rückrunde schon bekommen hat, um auf dem Platz zu stehen. Und ich denke, das ist immer der größte Ansporn, den ich dann auch mal haben kann als Spieler, dass mich der Trainer dann doch auch immer wieder mal auch aufstellt. Und wenn man jetzt die Verletztenliste für den heutigen aktuellen Tag aussieht, denke ich, ist ja die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass man am Samstag gegen Bielefeld auch ein Teil dieser ersten Elf durchaus auch sein kann. Martin Ferschmann. Was erwartet euch in Bielefeld für ein Spiel? Kann man da spielerisch glänzen oder ist von Anfang an klar, da geht es nur um Kampf und Abnutzung und wie Alemir Schützen sagt? Also wer, glaube ich, jetzt in Bielefeld erwartet, dass das richtig schön wird, da hat, glaube ich, auch die Situation von Bielefeld dann nicht so ganz im Kopf. Die Bielefelder stehen natürlich jetzt schon enorm unter Druck. Sie müssen punkten, haben das in den letzten Spielen dann auch getan. Und die ist unheimlich aggressive Mannschaft, vor allem in den Heimspielen jetzt auch unter dem neuen Trainer mit einem sehr hohen Anlaufverhalten. Viel mit langen Bällen auch operiert, die uns auch im Hinspiel schon das eine oder andere Problem bereitet haben. Und da gilt es darum, in erster Linie erst einmal auch physisch dagegen zu halten. Martin Ferschmann. Lässt man dieses physische Element dann in der Trainingswoche mit einfließen oder seid ihr da so drauf, dass ihr sagt, nee, wir wollen wie immer eigentlich den Gegner unser Spiel aufzwingen und machen jetzt nichts anders? Das sieht man doch, dass wir das gemacht haben bei den ganzen Verletzten. Nee, von der Situation ist, das gibt man natürlich der Mannschaft mit auf den Weg, aber die Situation ist schon die, dass wir schon versuchen, den Fußball auf den Rasen zu bringen, den wir für uns gerne haben wollen. Es ist natürlich auch Gegner mit auf dem Feld, ob er das dann zulässt, gerade in der jetzigen Phase, in der sich der Gegner befindet, das werden wir dann am Samstag ab 13 Uhr sehen. Dieter Bracke. Könnte die aggressive Spielweise der Bielefelder nicht ein Plus sein für deine Mannschaft, die das Spielerische bevorzugt? Wenn wir dieser Aggressivität widerstehen können, dann kann es durchaus ein Vorteil sein für uns. Aber wie gesagt, man muss immer dann auch die Entwicklung so eines Spiels dann auch abwarten. Wichtig ist, dass wir auch für diese Aggressivität,
der Bielefelder, dass wir dann für uns auch Lösungen finden. Ja, aber das bedeutet in erster Linie wieder bei der Basis anfangen und erstmal auch mit Arbeit antworten, nicht mit Fußball spielen. Also da geht schon erst einmal diese Situation, diese aufgeheizte Stimmung, die dort herrschen wird auf der Alm, die müssen wir annehmen. Also da spielt sie erst einmal ganz, ganz viel im Kopf ab, dass wir sagen, wir wollen das unbedingt. Also unbedingt, dass wir da dagegen halten. Wir wollen unbedingt den Bielefeldern dann auch in dem Bereich Probleme bereiten. Das ist so muss man starten in das Spiel. Daniel Peter. Herr Radoki, haben Sie nach dem Sieg gegen Dresden in der Mannschaft nochmal so einen leichten Kick gespürt? Jetzt ist man ja 3 Punkte hinter denen, so als Saisonziel. Ah, jetzt sind wir 3 Punkte hinter, die holen wir doch noch ein. Nee, also für uns geht es jetzt nicht, was wir gegenüber anderen Mannschaften erreichen wollen, sondern es geht für uns immer das Optimale auf den Rasen zu bringen. Und gegen Dresden war es so, dass da wieder so dieser unbedingte Wille, diese Einstellung, die Situation so anzunehmen, wie sie im Augenblick ist, dass man sagt, okay, man schwimmt so zwischen den beiden Teilen, also Abstieg, Aufstieg, und aber trotzdem Spiele für sich entscheiden möchte. Und aber um in dieser Liga Spiele für sich zu entscheiden, dann muss wirklich der letzte Prozentpunkt auch auf dem Blatt stehen. Und das bedeutet, dann kannst du eben, musst du ein zielstrebiges Spiel an den Tag legen und nicht auf Ballbesitz spielen, 600 Pässe spielen, aber von diesen 600 Pässen sind 100 unnötig, sondern einfach diese Zielstrebigkeit für dich behalten und diese Geradlinigkeit in Richtung gegnerisches Tor. Das haben wir gegen Dresden gemacht und da geht es jetzt aber nur noch darum, so schon in diesem letzten Drittel die Qualität auch zu entwickeln, dieses vertikale, dieses direkte Spiel in der Vorwärtsbewegung dann auch zu Ende zu bringen. So, und da gilt's, und das ist für uns, was wir uns rausnehmen können, wo wir uns auch diese Zeit rausnehmen können in der jetzigen Situation, an dieser Qualität zu arbeiten, dass wir da einfach besser werden. Und ich hoffe, dass das jetzt für Dresden, dass das nochmal so ein kleiner Ansporn war und sagen, okay, jetzt diese 2 Spiele gegen Bochum und Lautern, wo wir eben nicht so ganz klar waren in unserem Spiel, dass wir das wieder hinter uns lassen und sagen, so wie Dresden, das hat sich schon mal wieder gut angefühlt und jetzt diesen Weg wird man gerne weitergehen. Martin Ferschmann. Die Lage bei der U19 hat sich ja verschärft seit dem letzten Wochenende. Was ist mit Sontheimer? Fährt er mit bei den Profis oder ist er für die U19 abgestellt? Das hängt jetzt ein Stück weit von unserem Personal ab. Also wir werden mit Sicherheit nicht nur mit 14 Feldspielern nach Bielefeld fahren. Also wenn die Verletzten-Situation so bleibt, wie sie im Augenblick ist, wird Sontheimer mit nach Bielefeld fahren. Dann haben wir bei Radio F noch eine Frage, wenn der Faschis das Mikro noch mal freigibt. Wie schätzen Sie das Potenzial Ihrer Mannschaft ein? Möglicherweise auch bereits mit Blick auf die nächste Saison. Ich meine, sinnbildlich stehen ja beispielsweise jetzt Patrick Sontheimer oder auch Dominik Schad für die aufstrebende Jugend. Dominik Schad hat ein super Spiel gemacht gegen Dresden vergangene Woche. Wo sehen Sie Ihre Mannschaft da? Ja, also nicht übertreiben. Also super waren wir noch nicht. Ja, also es war gut für einen jungen Spieler, der jetzt so seine ersten Einsatzzeiten bekommt. Der ist da auf einem guten Weg, aber wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Also da müssen wir die Kirche schon im Dorf lassen. Und es sind aber genau solche Spieler, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, wie Sontheimer, wie ein Dominik Schad. Die praktisch so um einen starken Kern herum da immer wieder auch gesetzt werden können in diese Startelf. Und das muss unser Ziel tatsächlich sein für die nächste Saison. Wenn die Mannschaft, was die Einstellung anbelangt, wirklich immer an ihr Limit hinzukommen, so zu spielen, dass sie wirklich immer ans Limit kommt, dann haben wir eine ordentliche Mannschaft. Wir haben keine Spitzenmannschaft.
Das muss man schon in dieser Deutlichkeit dann auch so sagen. Wir haben eine gute Mannschaft, die aber in der Lage wäre, vom Potenzial in dieser Saison, weiß ich, zwischen 5 und 10 zu spielen. Ja, also, und da geht es darum, das auch jetzt für die letzten 4 Spiele abzurufen, egal was in der neuen Runde sein wird, weil das jetzt im Augenblick dahingehend keine Rolle spielt. Wir sind in dieser Komfortsituation und dieses Komfort bedeutet jetzt, es ist wirklich positiv, dass man sagt, du bist als Verein, wo du als einer der wenigen in der zweiten Liga, die jetzt schon Klarheit haben, wie es oder in welche Richtung es nächstes Jahr weitergeht, nämlich in der zweiten Liga. Das haben die 4 Mannschaften, also Mannschaft 1, Platz 1 bis 4 haben es nicht. Und die Mannschaften, die hinter uns sind, haben es auch nicht hundertprozentig. Also bleiben jetzt nur übrig Dynamo Dresden und Spielvereinigung Greuther. So, und das ist ein Komfort. Und diesen Komfort, den sollten wir für uns nutzen. Oder den wollen wir für uns nutzen. Aber in Bezug auf nächstes Jahr kann ich Ihnen da jetzt in der Form noch leider noch keine Aussagen geben. Martin Ferschmann. Es ist in so der Endphase von der Saison im Schlussspurt auch Ansporn, weil ja oft dann unterstellt wird zur Wettbewerbsverzerrung, wenn man nachlässt, ihr spielt jetzt Union am letzten Spieltag, Pauli habt ihr noch, jetzt halt mit Bielefeld, ist es auch noch so ein Zusatzansporn für einen Trainer, dass er sagt, ich will mir da nichts nachsagen lassen? Also grundsätzlich ist es nicht, muss es da Ansporn sein für uns als gesamte Mannschaft und da zähle ich das Trainerteam mit dazu. Aber es wurde jetzt ja gerade aufgezählt, Bielefeld, also relativ viele Zuschauer, denkt deutlich über 20.000, die ihre Mannschaft in der Liga halten wollen. Dann hast du St. Pauli ausverkauft, dann hast du Union Berlin, volles Haus, also haben wir eigentlich nur geile Spiele. Also da brauche ich ja jetzt gar nicht über irgendeine Verzerrung nachdenken, sondern geht es darum, boah, kann ich jetzt zum Abschluss der Runde nochmal solche geile Spiele bestreiten? Das ist ja Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn, mit diesen Zuschauermassen, mit diesen Emotionen, die in den Spielen da drin sein werden, vor allem von diesen gegnerischen Mannschaften. Und da müssen wir einfach, wenn man sich da nicht motivieren kann, dann haben wir, glaube ich, ein anderes Problem. Ja, aber das nochmal, also das sind wirklich geile Spiele, also auf die freuen wir uns schon extrem. Und jetzt aus dieser Freude muss jetzt natürlich auch Leistungsbereitschaft noch mit dazukommen. Ja, unbedingt die Leistungsbereitschaft, weil die werden immer bei 100% sein. Alle Mannschaften, die ich gerade aufzählt habe, weil jeder auf seine Art und Weise diese Punkte unbedingt noch braucht. Und das sind einfach Spiele, wo man sich einfach messen kann vor super Kulisse. Ja, und das ist echt cool. Schönes Schlusswort. Vielen Dank fürs Kommen. Einen schönen Nachmittag und schöne Restwoche und den Kollegen, die am Samstag dann auch die paar Kilometer nach Bielefeld mitfahren dürfen. Ebenfalls eine schöne Anreise.